Alter, was geht ab, Leute? Hier. Ich suche weiterhin den besten Koreaner in München. Und heute sind wir da. Handsam. Soll krass abgehen, immer voll. Obwohl die noch nicht mal Korean Barbecue angemacht haben. Dafür müssen die irgendwie noch auf die Stadt warten. Aber es gibt halt koreanisches Essen und das soll sehr gut sein. Viele Koreaner sollen hier sein, wurde mir gesagt. So. Schauen wir doch mal, Leute. Schön mit Bildern. Und schön mit K-Pop im Hintergrund, damit ich auf YouTube kein Geld damit machen kann. Ihr wisst Bescheid, Leute. Schaut mal, Leute. Es gibt sogar was für die Knochen. Das ist gut. So. Habt ihr schon viel Fried Chicken? Korean Fried Chicken? Das ist eines der besten. Wenn nicht sogar das Beste. Richtig geil, knusprig. Ich hab gesagt, das ist so gut, ich hätte das für mich allein bestellen sollen. Krass. Schlechter als die. Ja, okay, ja, das kann schon sein, aber Preis-Leistung ist KFC halt. Chicken Tuesday, mein Gott. Die sind hier sehr, sehr schnell, Leute. Sieht gut aus, sieht echt gut aus. Mit Suppe. Dann haben wir hier noch eine Vorspeise. Koreanischer Pancake. Mit Kimchi, ihr wisst, Kimchi esse ich nicht. Haben noch so ein paar Side-Dishes. Ja, gönnt euch. Richtig alte Leute-Suppe. So stelle ich mir irgendwelche 100-jährigen Asiaten vor. Die gönnen sich erstmal so eine Suppe. Ist echt gut aus. Heißer Topf auch sehr geil. Die Frage ist, wie geil ist das Fleisch? Ich glaube, sehr geil. Hab ja mal den schlechtesten Koreaner in München probiert. Dimensionen. Geiles Chicken, geiles Bibimbap. Kann man machen, kann man echt machen. Feedback von den anderen, anscheinend gut. Fleisch soll sehr gut sein. Ich kann mit der Soße probieren. Ist besser. Bin ich schon. Bin eigentlich so ein Soßenmensch. Ich hab sie doch schon probiert. Gut, Finish, Leute. Das war eine fette Portion. Das Nachspeise. Er wird noch gegessen. Nachspeise. Sie meinte, das war der schlechteste Pilz ihres Lebens. Es ist nicht mochi. Nichts. Ich muss beißen. Dann beiß.
Das ist gut. Ich muss sagen, Qualität ist echt gut. Das ist echt sehr gut. Ich gehe jetzt Mittagessen bei einem Koreaner. Wir hatten ja letztens spontan ein koreanisches Video gemacht. Da waren wir mit Oksana spontan essen. Und ja, ich war ein bisschen beschäftigt. Ich war ein bisschen abgelenkt. Ihr wisst weswegen. Ihr könnt euch ja denken, was gerade so abgeht. Deswegen schnell noch ein Koreaner und dann hauen wir das Video raus. Wobei ich eigentlich gar nicht Koreaner teste, sondern Bibimbap und, falls sie haben, Korean Fried Chicken. Es ist Nacht. Das ist cool, aber Digga, wie laut ist die Musik bitte hier? Ich habe einen Kollegen, der macht, glaube ich, so Social Media, so Videos für die, Videodrehs. Deswegen. Und der Hype, also nicht Hype, pusht die schon relativ viel. Fleisch. Fleisch. Das hat Knorpel oder Fett oder so sogar. Ja, okay. Soßencheck. Ich weiß, es ist entweder alt oder overcooked. Ich kann ihn gar nicht mit Stäbchen gut essen, weil der schon so hart und krümelig ein bisschen ist. Der muss ja ein bisschen weich und wappig sein. Du musst tatsächlich Löffel rausholen. Du kannst den Reis nicht heben. Ist okay. Ich kann nicht sagen, ich würde nicht nochmal hier essen, weil es bessere Optionen gibt. Fetter Löffel mit Soße, probieren wir mal. Macht es saftiger, aber die Soße taugt mir nicht. Mir fehlt hier ein bisschen Flavor. Schmeckt alles ziemlich lasch. Ja, das hier wäre die Lösung, aber das taugt mir nicht. Das hat eigentlich kaum Geschmack. Das schmeckt eigentlich gar nicht. So, war nicht schrecklich, aber wie gesagt, komischerweise sehr geschmacksneutral. Hongs, super saftig, Korean, Ranking für München, beziehungsweise Bibimbap. Ja, das ist die Hauptspeise, die ich dort immer teste. Und wenn sie haben, dann Korean Fried Chicken. Ansonsten ab und zu so Mando und so, aber das sind so Kleinigkeiten. Hansam, der erste Laden, wo wir waren, der war sehr gut. Ich habe eigentlich nur Gutes zu sagen. Also wenn ich sogar nur das Fried Chicken bewerten müsste, dann war es wahrscheinlich der beste Koreaner bisher. Aber Nummer 1, Korean Park Eatery. Da war das Ei so flüssig und das hatte einen echt geilen Geschmack. Das hat das Ganze nochmal geboostet. Und die hatten echt eine Menge Fleisch. Das ist mir im Kopf hängen geblieben. Ja, und der letzte Laden, den wir abgecheckt haben, ja, der ist auch auf dem letzten Platz momentan. Der war einfach Standard. Ich habe nichts Gutes, nichts Schlechtes über den zu sagen. Irgendwie ein bisschen geschmacksneutral. Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Wir sehen uns. Es wird wild.